Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Danach werfen wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Im Anschluss erkläre ich, welche Karte heute für Sie gezogen wurde und was diese für Sie bedeutet. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit. Leid ist Ihnen im Allgemeinen nicht fremd. Ihre ruhige, innere Welt wird ständig durch das Treiben der Menschen unterbrochen und gestört. Um Ihr Gleichgewicht zu bewahren, müssen Sie ein oder zwei Hobbys haben, die Ihre innere Welt stärken. Da fällt mir das Malen ein oder das Spielen einer Musikrichtung. Es ist wichtig, dass Sie wissen, in welcher Art von Atmosphäre Sie sich wohlfühlen. Geben Sie sich das, was Sie brauchen, um sich in Ihrer Umgebung sicher zu fühlen. Karriere. Wenn Sie in irgendeiner Form im Verkauf tätig sind, haben Sie viel Arbeit vor sich. Die Menschen werden schwer zu überzeugen sein. Sie sind sehr sparsam mit Ihrem Geld, und wenn Sie sich davon trennen wollen, dann nur aus gutem Grund, für etwas von Qualität und Wert. Liebe. Die Energie des heutigen Tages könnte Sie in ein besonderes Dilemma bringen, was die Wahrheit betrifft. Nun, Sie wissen bis zu einem gewissen Grad, was Wahrheit ist, denn Sie sind so etwas wie ein Philosoph. Aber wird Ihr Partner Ihre Version der Wahrheit tatsächlich glauben? Wenn Sie den heutigen Tag lebendig überstehen wollen, sollten Sie einen wirklich guten Weg finden, sich zu erklären oder bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Nun richten wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Heute kehrt der rückläufige Merkur in das kreative Zeichen der Jungfrau zurück. Er nimmt weiterhin Kontakt mit einigen mächtigen Akteuren am Himmel auf und fordert sie auf, ihre Wünsche durch die Linse von Reife und Erfahrung zu betrachten. Da eine harte Lektion immer noch an ihrem Geist nagt, wird es zu einer Begegnung kommen, ob sie nun bereit dafür sind oder nicht. Der Mond in Jungfrau unterstreicht ihr Bedürfnis, gehört zu werden. Diese Energie will, dass sie die Kontrolle übernehmen. Sie werden gezwungen, mehrere Rollen in ihrem Leben zu übernehmen, ob sie sich darauf vorbereitet fühlen oder nicht. Die Verantwortung kann sich sicher entmutigend anfühlen, aber sie müssen sich durchsetzen. Das ist der Test für diese Aspekte. Sie müssen einfach darauf vertrauen, dass das, was sie tun, und alle Schritte, die sie unternehmen, sich auszahlen werden. Die Karte, die heute für sie gezogen wurde, ist die Vier der Münzen. Die Vier der Münzen fordert sie auf, ihre Beziehung zum Geld zu überprüfen. Häufen Sie Reichtum an und legen Sie Ihr Geld klug an, während Sie dennoch Ihr tägliches Leben genießen. Oder klammern Sie sich verzweifelt an jede Münze und haben Angst, Ihr Geld auszugeben, weil Sie befürchten, dass Sie nicht genug haben oder es für immer verlieren könnten. Im positivsten Fall deutet die Vier der Münzen darauf hin, dass Sie Reichtum und Überfluss geschaffen haben, indem Sie sich stets auf Ihre Ziele konzentrieren und konservativ handeln. Sie achten auf Ihre langfristige finanzielle Sicherheit, indem Sie aktiv Geld sparen und auf Ihre Ausgaben achten, damit Sie nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft Vermögen anhäufen und einen komfortablen Lebensstil führen können. Sie denken vielleicht an einen Sparplan, ein Familienbudget, eine Altersvorsorge und sichere Investitionen, damit Sie das, was Sie im Laufe der Zeit angesammelt haben, schützen und Ihr Nettovermögen langsam und stetig steigern können. Die Vier der Münzen geht jedoch typischerweise mit einer Mangelmentalität einher, vor allem in Bezug auf Geld und materiellen Besitz. Anstatt ihr Geld auszugeben und einen komfortablen Lebensstil zu genießen, horten sie lieber ihre Finanzen, aus Angst, sie könnten alles verlieren oder jemand anderes könnte es ihnen wegnehmen. Ihr Budget ist vielleicht so konservativ oder streng, dass sie auf viele Annehmlichkeiten des Lebens verzichten, wie Reisen, gesellschaftliche Anlässe, Geschenke oder lustige Aktivitäten, aber wozu? Geld funktioniert am besten, wenn es fließen und ausgetauscht werden kann, nicht wenn es aufbewahrt wird.
Tief in Ihrem Inneren erkennen Sie vielleicht, dass Sie auf Glück und Erfüllung in Ihrem Leben verzichten, weil Sie nichts von Ihrem Geld ausgeben wollen und sich für eine allzu sichere Lebensweise verkauft haben. Finden Sie ein gesundes Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Sparen, damit Sie die Früchte Ihrer Arbeit genießen, aber auch für die Zukunft sparen können. Die 4 der Münzen kann auch darauf hindeuten, dass Sie zu viel Wert auf Geld und materielle Besitztümer legen. Möglicherweise hängen Sie an materiellen Dingen und lassen zu, dass diese zu Ihrem Leben werden. Sie beurteilen Ihr Selbstwertgefühl danach, wie viel Sie verdienen, welches Auto Sie fahren, wie teuer Ihr Haus ist und wohin Sie in den Urlaub fahren. Aber das ist eine Zwickmühle, denn wenn Ihr Lebensstandard steigt, müssen Sie auch hart arbeiten, um ein Einkommen zu erzielen, mit dem Sie diesen Lebensstil aufrechterhalten können, sodass Ihnen wenig Zeit bleibt, Ihren Reichtum zu genießen. Die allgemeine Lehre aus der 4 der Münzen ist, Geld und Reichtum zu ehren und zu respektieren, aber nicht so sehr daran zu hängen, dass Sie das aus den Augen verlieren, was Ihnen am wichtigsten ist: Freunde, Familie, Glück und Liebe. Wenn Sie mit Ihren Finanzen zu kämpfen haben, dann ist die 4 der Münzen ein weiser Rat, Ihr Geld und Ihre Ressourcen sorgfältiger zu verwalten, damit Sie nicht über Ihre Verhältnisse leben. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr ausgeben, als Sie einnehmen, und dass Sie ein Budget und einen Sparplan aufstellen, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen und ein sicheres und stabiles Leben führen können. Abgesehen von Geld und Reichtum erscheint die 4 der Münzen, wenn Sie auf der Suche nach mehr sind. Bei der Arbeit sind Sie vielleicht ein Micromanager oder Sie lassen nicht zu, dass andere in Ihrem Bereich herumfuschen. In einer Beziehung sind Sie vielleicht beschützend, sogar besitzergreifend, und stellen sicher, dass niemand anderes das bedroht, was Sie aufgebaut haben. Auf persönlicher Ebene haben Sie vielleicht eine unflexible Haltung und widersetzen sich Veränderungen. Sie könnten sogar dazu neigen, Ihre Besitztümer zu horten. Schließlich haben Sie sich bereits eine Lebensweise aufgebaut, die für Sie funktioniert. Veränderungen fühlen sich wie eine Bedrohung für Ihre Gewissheit, Sicherheit und Geborgenheit im Leben an. Jeder Vorschlag, Dinge anders zu machen, wird daher auf Widerstand stoßen. Sie sollten also lieber auf Nummer sicher gehen, als ein Risiko einzugehen. In Ihrer Beziehung zeigt die 4 der Münzen besitzergreifendes oder kontrollierendes Verhalten an, das eher auf Angst als auf Liebe beruht. Vielleicht klammern Sie sich an eine Beziehung, schaffen eine erdrückende Existenz oder versuchen, alles zu kontrollieren, was Ihr Partner tut, um sicherzustellen, dass er Sie nicht verletzt oder betrügt. Sie können auch egoistisch handeln und sich von Ihrem Partner zurückhalten. Dieses Verhalten ist unglaublich abstoßend und zeigt einen Mangel an Vertrauen und Respekt. Wahre Liebe lässt Raum zwischen den Liebenden, und egal was passiert, man kann eine andere Person niemals wirklich kontrollieren. Wenn Sie auf der Suche nach Liebe sind, müssen Sie vielleicht weniger konservativ vorgehen und vielleicht weniger wählerisch sein, was Ihren Typ angeht. Sie müssen aus Ihrer Komfortzone heraustreten, um die Liebe in Ihr Leben zu lassen, weniger kontrollierend sein und einfach mit dem Strom schwimmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald.